Hiho und willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Darkest Dungeon. Wir neigen uns so langsam aber sicher dem Ende zu. Und wir haben viel Geld, deswegen kann ich auch mal kurz der letzten unserer Mitstreiterin, nämlich 0505, das letzte paar Waffen spendieren. Baum! Sehr schön. Wo müssen wir denn heute hin? Wir müssen auf jeden Fall in der Cove, das ist klar. Und machen wir einen langen Run, machen wir einen kurzen Run. Ich würde mal sagen, wir machen einen mittleren Run. Der Cove ist immer so eine Sache. Ich nehme mal Kremit wegen seinem Mark, weil das die Prot ziemlich senkt. Könnte recht praktisch sein. Target Whistle senkt auch die Prot extrem, deswegen darf Slim auch mit. Eins weiter nach hinten bitte. Da kannst du nämlich noch den Flashbang schmeißen. Ganz vorne darf heute Gudgorian uns begleiten. Und an Gudgorians Seite fühlt sich Ashelia wohl. Schön. Ich glaube, die Leute sind alle perfekt ausgebildet. 5, 5, 5. Wir brauchen keinen Lick Wounds, wir brauchen eher Havoc Cry. Aus dem einfachen Grund, weil wir haben schon zwei Heiler und wir haben halt keinen wirklichen Stressheiler. Das ist auch 5, 5, 5, ja. Okay, das sieht soweit gut aus. Therapy Dog ist natürlich super. Ich glaube, so gegen Stress ist der Houndmaster richtig nice mit seinem Hund. Deswegen glaube ich, dass ich Therapy Dog noch auf jeden Fall bei Slim Skill. Man's Best Friend, das ist besser. So, dann kann ich nämlich das hier wegmachen und kann auch Therapy Dog reinmachen. Sehr schön. Krem dürfte eigentlich auch alles auf 5 haben. That's how we do it. Ist glaube ich ein bisschen besser als den Planzeug da. Deswegen. Jetzt, das ist so das Feintuning ein bisschen. Dass wir uns vorbereiten. That's how we do it! So. Und der letzte im Bunde, Gudgorian, der ist sowieso völlig perfekt ausgerüstet. Nice! Dann kommen wir mal zu den Trinkets. Unequip all Trinkets. Du bekommst dein Hundehalsband für Blutungsschaden und mehr Damage. Und Range. Nee. Ich würde eher sagen. Ach, die sind gar nicht sortiert. Okay, Sort by Rarity. Ah, ich habe mich schon gewundert, wo meine ganzen Sachen sind. Dann kriegst du noch das, die Fackel, dann sollte dein Schaden eigentlich relativ hoch sein. Oder habe ich was Blutungsschaden? Oh. In der vierten Position, mehr Genauigkeit, mehr Geschwindigkeit. Das ist natürlich nice. Aber Schaden und Geschwindigkeit habe ich schon. Das Einzige, was halt wäre, ist halt weniger Stress. Und das brauche ich jetzt nicht wirklich. Sie kriegt ihre Schriftrolle und den Heilerkopf. Zack. Krem kriegt sein Helm für 20% mehr Schaden, Melee. Und das Ding hier macht, was war's? 15% mehr Schaden und 10% mehr Curity gegen gemarkte. Curity, hier Genauigkeit hat er eigentlich genug. Und jetzt fehlt noch Gudgorian mit seiner Schriftrolle. Und was sollst du noch bekommen, mein Freund? Ein heiliges Buch? Damit er auf jeden Fall nicht tot zu bringen. Achso, das ist minus Deathblow Resistance. Ah, weg damit. Untötbar. Ich könnte ihm Schaden abziehen, das will ich aber nicht. Ich könnte ihm noch mehr Schaden geben, das ist aber auch nicht. Das sieht doch gut aus. Genauigkeit, Rüstung und ein bisschen mehr Stress. Das sieht gut aus. Dann wollen wir mal die Gruppe versorgen. Zwei Paar Fackeln.
Schaufeln so viele wie geht, ein Schlüssel und jede Menge Verbände wegen dem Blutungsshit. Los geht's! Ja, das habe ich gemerkt, dass die explodieren. Das Problem ist, wenn sie dodgen. Ausweichen. Verdammt. Es hätte doch so schön vielleicht geklappt gegen den, aber naja. Ja, es riecht überall nach Fisch. Kann ich mir schon richtig gut vorstellen. Hier ist relativ lange, relativ nichts. Ein Gang, völlig nichts. Okay. In Radiance may we find victory. Wieder nichts. Heiliges Wasser. Verdammt. Naja, komm. It's moving the mind. Das bisschen Stress, das er hatte, ist weg. Und natürlich trete ich in eine Falle. Ancient traps lie in wait, Naja. unstrung and thirsting for blood. Ich habe gehofft, dass ich. Ah, okay, die erste Gruppe. Sie sind surprised. Surprise! Fuckers! So. Und der erste dodged. Sehr schön. Fängt ja schon mal gut an. Hounds Harry oder direkt Angreifer? Nice. So muss das. Vielleicht. Ah, schade. Ein bisschen mehr Schaden. Ah, bitte. Lasst Ashelia in Ruhe. Au. Natürlich fokussieren die den Heiler. Warum auch nicht? Okay. Aber das ist okay. Sie kann sich selber heilen zur Not. Warum seid ihr schneller? Au. So. Wollen wir ihn mal marken? Um seine Protection zu senken. Und das Marken ist fehlgeschlagen. Und natürlich kriegt er noch einen Schlag, bevor ich meinen Schlag krieg. Das ist so klar. Hounds Harry. Nice. Bisschen heilen. Weiß jetzt nicht gerade der beste Heal, aber. Ja, aua. Könntet ihr bitte Ashelia in Ruhe lassen? Bitte. Und sie kann nicht mal sich selber heilen, weil sie in der falschen Reihe ist. Das ist so typisch. Gott sei Dank. Bitte zieh ihn nach vorne. Sehr schön. Nice. So. Dich wirst erstmal betäubt. Das führt nämlich dazu, dass der hintere eigentlich weg ist. Ich muss den Leichnam wegräumen. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Komm, hier. 14er Heal. Bam, fast wieder voll. Machst du gut. Du bist immer noch betäubt. Komm schon. Der Blutungsschaden. Ja. Blutungsschaden zieht. Ach, der hat so eine hohe. Der hat überhaupt keine hohe Debuff Resistance und trotzdem. Das ist unglaublich. Gut, gut, zieh die Aufmerksamkeit auf dich. Und tschüss. Komm schon. Jetzt haben wir's. 20% runter mit deiner Protection. Auf den darfst du gerne gehen. Der hält das aus und Bluten macht ihm auch nichts. Huah! 43er Crit. Kram. Loot. Schön. Ich würde mal sagen, wir tun direkt rasten. Die Leute auf Vordermann bringen, so gut es geht. Nighttime Ambush. Das ist auf jeden Fall gut. Und das will ich auch auf jeden Fall. Da. Das.
Und jetzt haben wir kein Ding mehr. Aber ich will auf jeden Fall das Scouten haben. Das ist das Einzige, was wir nicht haben. Und das könnte uns wirklich ein Problem verschaffen. Infection, die rote Seuche. Lecker. Ach, kommt. Wirklich? Naja. Zum Glück kann ich Orki einigermaßen wieder hoch. Oh Gott, es ist ein Guggel-Guggel. Au. Ja, ernst? Okay. Allererstens. Bam! Du musst weg. Dann. Dich, Freundchen, holen wir mal nach vorne. Und betäuben dich auch gleich. Einmal Hounds Harry mitten durch die Menge. Oh, so much Blutung. Das ist völlig okay. Flächenschaden! Ah. Da, ah, au. Schmerzhaft. Wirklich unglaublich schmerzhaft. Ich muss sie alle schädigen. Der da hinten muss am Gift sterben, früher oder später. Und ich muss anfangen, den Stress zu heilen. Deswegen hier. Ach, stimmt ja. Das erwischt ja den Falschen. Okay. Die Heilung passt soweit. Das Problem ist jetzt einfach nur, dass Cram so weit hinten ist, dass er eigentlich nicht wirklich was machen kann. Aber er kann jetzt ihn schon mal betäuben, dann habe ich mit dem jetzt echt weniger Probleme. Ah, das bisschen Stress. Wie viel Blut machst du? 6, okay. Das sollte reichen. Und... Ha! Octostress! Au. Ja, er kriegt Blutungsschaden, aber das ist mir relativ egal. So, dann switchen wir dich wieder nach hinten. Du darfst mal die Fresse halten. Bevor du auf die Idee kommst, irgendwas zu machen. Dann heile ich mir meinen eigenen Stress komplett weg mit einmal. Ja. Nimm das. Dann können wir einmal den Therapy Dog raushängen lassen. Bisschen Stress reduzieren. Hier schön wechseln. Ah, 10 Schaden, das geht. Und er sollte am Blut verschrecken. Nice. Natürlich. Ach, Dodge Chance ist runtergegangen. Naja. Who cares? Okay. Wir wissen jetzt zumindest mal, dass hier eine Falle kommt. Das ist gut. Und wir haben auch genügend Schaufeln, um die Dinger hier aufzubrechen. Knack. Oh, ein Schlüssel. Das gefällt mir. Kommt uns absolut nichts in die Quere gerade. Das ist sehr schön. Crate is empty. Das ist natürlich schade. Ich hätte gern was drin gehabt, aber... Warum ist es eigentlich immer gut Gorian, der krank wird? Keine Ahnung. Er ist der große, große Held, aber er wird immer krank. Egal was los ist. Die Welt braucht dich, gut Gorian! Nein, krank! Okay. Morgen dann vielleicht? Vielleicht. Aber er kämpft ja weiter, trotz seiner Krankheit. Kann man ihm schon mal anrechnen. So, dich tue ich weg. Weg, weg. Ich
Ich brauche eigentlich bald gar nicht mehr so viel Gold. Ich meine, ich kann jetzt schon mein Gold kaum ausgeben. Da kommen mal direkt zwei Kämpfe jetzt. Ah, schön. Wir sind hier. Ah, oh, drei Fischis. Drei Fischis ist wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Schade. Da habe ich gehofft, dass der stirbt. Achelia, meine Güte. What the actual hell? Okay, wie viel Schaden würde das machen, wenn es... Ja, komm. Er stirbt auf jeden Fall. Ihr könnt so viel auf Gut Gorian draufhauen, wie ihr wollt. Diese Mauer wird halten. Bei Cram bin ich mir weniger sicher. Au. Ah, schön. Dodge. Wow, warum nicht? Die Mauer hält. Aber auch wenn sie hält, könnte er so langsam eine Heilung gebrauchen. Zack. Ihr wollt auf mich hauen? Dann kommt doch. Ich habe keine Angst. Und ihr seid tot. Ja. So schnell geht's. Ich sollte langsam mal die Leckerlis verwenden von... Ich weiß nicht, was Wigger eigentlich bringt, aber naja. Call of the Deep. Das heißt, sie wird als erstes ausgeschalten. Ah, ich werde nicht nach hinten weichen. Yikes. Aber zum Glück kann ich ja einigermaßen heilen. Okay, dann wollen wir mal. So. Hehe. Ich weiß überhaupt nicht, was. Ich weiß immer noch nicht so wirklich, was Vigor bringt, aber ich glaube, das ist auch relativ egal. Soll ich? Ja, komm. Smite from the heaven! Ich kann Cram immer noch danach heilen. Fass, Ari! Nice. Dadurch rutscht der jetzt noch eins auf. Ja, das bisschen Stress ist mir eigentlich relativ egal. Vor allem kann ich ihn jetzt schnell wieder voll heilen. Und er hat seine eigene Art, mit Stress umzugehen. Außerdem habe ich ja einen guten Stressheiler dabei. Naja, vielleicht soll ich seine Prot noch runter machen vorher. Ja, mache ich dann aber nächste Runde mit Slim. Der hat eine höhere Prozentwert am Prot runter machen. Und voll. Na okay, nicht ganz voll. Ha. Viel Spaß, da durchzukommen. Er blutet zwar, aber das ist eigentlich relativ egal. So, damit wäre seine Prot ziemlich weit unten. Party hard! Heal! Ich frage mich, ob ich seine Prot noch weiter runter machen kann. Nein, kann ich anscheinend nicht. Show me what you got. Lächerlich. Komm schon. Und damit hat er null Prot. Null. Okay. Verbinden. Und dann können wir das ganze Gold mitnehmen. Gold! So viel! Oh, Jellyfish. Ich weiß nicht, ob ich Jellyfish mag. Au.
Komm, bleib stark! Sehr schön. Gott, der hat so viel Leben. Sehr schön. Das sollte uns einiges an Abhilfe verschaffen. Lachlala. So. What a shock. Gregorian. Ah, verdammt. Heilt das? Ja, natürlich heilt das. Aber das ist okay. Da müsste eigentlich Krem durchkommen. Party hier! Zack. Du bist noch betäubt, das ist okay. Und wie er da durchkommt. Ja. Nee, so viel Zeug brauche ich gar nicht. Ich habe viel zu viel Gold. Ich sollte vielleicht langsam anfangen, weniger auf Gold zu gehen, sondern mehr auf diese Tokens zu gehen. Okay. Ein Rucksack. Mit ein bisschen Beute drin. Das ist okay. Ja, hier, komm. Ich sammle jetzt mal so viel ich habe. Natürlich. Ja, hoffe ich, dass solche Ausrutscher nicht, aber wir scouten jetzt nicht mehr, weil der Scout-Buff ausgelaufen ist. Ah, ich brauche mindestens immer einen, der ein Scouter ist. Sonst ist das echt kacke. Also einen mit dieser anstatt. Hätte ich Gutgo lieber die Karte gegeben, wäre wahrscheinlich besser gewesen. Deswegen habe ich gerne einen Grave Rubber drin. Ah, jetzt scouten wir. Und das war's eigentlich schon dann. Okay. Tschüss. Also Gold haben jetzt erstmal die nächsten Zeit wirklich genug. Ja natürlich, Krem, was hast du gemacht? Er ist lethargiger. Hast du so viel mit Gutgo gekuschelt? Oh, Eagle Eye. Und Klotter. Klotter ist gar nicht so schlecht. Naja. All the decadent horrors I have seen pale in comparison to that final frowning thing. I could not look, nor could I look away. Die Leute haben ihren Stress zurückgeholt, das ist gut. Die Seuche wegmachen und Krem sein Lethargismus? What did I know? Ansonsten sieht die Gruppe eigentlich relativ okay aus. Gut Gott, wieder mal ein bisschen Stress, aber das ist völlig in Ordnung. Das ist auch ein stressiges Unterfangen, das wir haben hier. Die Karte hier ist richtig nice eigentlich. Und bald sind wir beim Boss. Das hat jetzt 30%, also wir hatten vorher 40% und das gab 30%. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal so einen kurzen Run machen, den hier, dann sollten wir auf jeden Fall beim Boss sein. Ich bin mir nicht sicher, wie viel so ein ganz kurzer Run gibt, aber ich glaube, der gibt nicht genug. Ein großer gibt 40, ein kleiner gibt, mittlerer gibt 30 und da müsste ein kleiner 20 oder 10 geben. Also, wenn wir das nächste Mal diesen kleinen Run machen, sind wir schon beim letzten Boss, bevor wir uns in den dunkelsten Dungeon begeben. Und glaubt mir, Leute, ich hab so Schiss. Vor allem Shuffling Horror, das heißt ja schon, dass er dich hin und her schleudert. Das heißt, ich brauche eine Gruppe, die sich selbstständig wieder manövrieren kann. Wir haben sogar noch einen Heldenplatz frei, sehe ich gerade. Warum nicht? Du darfst diesen Heldenplatz füllen. Willkommen. Und dein Name darf sein
Ein Dämonenbeschwörer. Ein guter Name für einen Dämonenbeschwörer. Oder halt Okkultisten. So einen kleinen Zwirbelbart. Ah. Schwierig. Ich tue mich mit Namen schwierig. Organon! Oh, Organon! Ach, das darf ich dann immer singen, wenn er auf Mission ist. Bis zum nächsten Mal bei Darkest Dungeon mit eurem Ron. Bye bye!